Das ist sie, die Windpumpe Q-Karte 34. Seit einem guten Jahr im Testlauf und sie pumpt und pumpt und pumpt Wasser. So wie geplant. Über einen Liter pro Sekunde. Dicht am emsländischen Windpark Hasmoor steht sie, eine Windenergieanlage für Entwicklungsländer zum Selberbauen. Das war das Ziel des Projekts der Hochschule Bremen. Die Projektgruppe nimmt den Prototyp regelmäßig unter die Lupe, Verschleißtesten und Details verbessern. Also wir sehen da oben die Steuerfahne, die leicht schräg steht, die die Anlage in den Wind halten soll. Dadurch, dass sie zu lang ist, ist die Stabilität nicht gegeben. Der Steiger bringt die beiden Studenten zur Steuerfahne in 10 Metern Höhe. Später in der Praxis, wenn alles durchgetestet ist, sollen vergleichbare Arbeiten gar nicht erst anfallen. Denn das Windrad soll mit möglichst jedem Wetter verschleißfrei umgehen können. Bei Stürmen oder sonst wo muss die Anlage sich entsprechend rausdrehen. Und das kann nicht, das muss genau eingestellt werden, weil sonst wird sie zu schnell, sie läuft zu viel und geht uns einfach kaputt. Die Anlage soll aber 25 Jahre halten können. Und dafür hat das Team der Konstrukteure immer wieder geplant, im Computer simuliert, ausprobiert und verbessert. So wie jetzt in der Werkstatt des Bauernhofs, auf dem das Windrad steht. Leichte, robuste und günstige Materialien waren wichtig. Einzelteile, die theoretisch jede Autowerkstatt in Entwicklungsländern besorgen kann. Abfotografiert kommen später alle Baudetails mit den Plänen ins Internet zum Nachbau für fast jeden. Zu einem braucht man schon ein bisschen Ahnung in Metallbau. Also jemand sollte schweißen können, sägen können, bohren können. Aber das ist, glaube ich, schon das Wichtigste. Horst Krome unterrichtet die Studenten im Fachbereich Maschinenbau. Leichter Transport und leichtes Aufstellen waren ihm von vornherein besonders wichtig. Und darum haben wir hier Scharniere auf der einen Seite. Und um diese Scharniere rum kann man den Mast dann komplett mit der Anlage hinlegen und kann dann auf diese Art und Weise die Anlage reparieren, kann sie instand halten, kann sie warten, kann irgendwas verändern. Dass sie bald nachgebaut werden können, darauf freuen sich schon die ersten Hilfsprojekte, wie ein Verein, der das Windrad in Uganda mit aufbauen will. Für eine Wasser- oder Stromversorgung mit Windkraft in Eigenregie. Nicht wie bereits existierende Konzepte, dass man sie dahinstellt, den Leuten verkauft und sagt, hier habt ihr sie, sondern dass die Menschen selber das aufbauen, sie selber warten und auch in Betrieb halten können. Nächstes Jahr steht die Bauanleitung im Internet. Für Projekte in Uganda oder alle anderen, die eine Windenergieanlage bauen möchten.